Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen, heute wieder zu einer Folge Super Mario Maker 2 zusammen mit mir, MG Muss mit, und wir probieren nochmal eine endlose Herausforderung, weil die letzte Jahr wieder so grandios nicht funktioniert hat. Da sind wir echt nicht weit gekommen. Level 4 sind wir gescheitert, deswegen probieren wir uns hier jetzt mit frischen 15 neuen Marios und frischen neuen Levels. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja weit genug, um hier, ja, stolz auf uns zu sein. Da, hier kommt so ein Ding runter. Also wir haben einen Helmut. Dann geh mal auf die Seite. Ei. Ah, okay. Ich verstehe den Knackpunkt. Sobald ich den Helm verloren habe, bin ich Schutzlose? Schutzlose ist doof. Muss man einfach mal sagen. So. Helm. Ich brauche den dann. Um den einfach weiterzuschieben. Interessant. Wir brauchen auch Red Coins, sehe ich gerade. Ich brauche die Feuerblume. Was? Hä? Okay, der hat mich von unten mit den Dingern angeworfen. Sehr interessant, ich hätte raushüpfen müssen. So, aber der verfolgt mich halt instant. Zack. Aufgesetzt. So, fahr wieder hoch. So, passt. Erstes Stückchen Hammer. Nein! Aber zweite Mal getroffen. Oh, hör auf, Feuer zu spucken. Puh, okay. Wir haben's. Irgendwie habe ich's gewuppt. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es geschafft. Ich falle ins Leere, natürlich. Aber ich habe einen Checkpoint, da bin ich schon mal stolz drauf, dass ich einen Checkpoint habe. So, Klassik und Rätsel ist das Level. Oh, hier ist Eis. Die fällt ja auch. Och nö. Es ist doch nicht schwer, das Level, das ist mehr wie schwer. So gefühlt. Ich glaube, die endlose Herausforderung ist mit dem Ding schon vorbei. Puh. Nein! Ach komm! Als ob ich dem nicht auf den Kopf gesprungen wäre. Ihr verarscht mich doch. Aber mit Anlauf. Jetzt kommt da noch so ein... Ja, ja, komm. Lass mir meine Ruhe. Oh, wir müssen hier hoch. Es muss mit Schwung passieren. Den kriegen wir doch tot, oder? So, Hammer. Wir können durch die Tür. Aber wir können in die Röhre. Also Tür und dann Röhre. Naja. Oh, wow. Mega intelligent von mir. Okay.
What? Ich muss darüber. Oh, geschafft. Alter, ich schwitz hier. Okay, man kann so hoch. Oh, auf jeden Fall kriegen wir ein paar Leben. Nein! Oh nein! Ich hätte darüber müssen. Ach nö. Es war nur ein Checkpoint verbaut, oder? Ne, zwei sogar. Puh. Dann hüpf ich zu hoch. Mein fucking Ernst? Hä? Das kam aber vorhin nicht. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Oh, ab durch die Tür. Okay. So. Nicht fallen. So, nochmal abwarten. Und Tee trinken. Nein! Wieso habe ich es vorhin geschafft und jetzt nicht? Ach Menno, jetzt verliere ich wieder unnötig Leben. Das im ersten Level. Das ist halt so traurig. Das muss man sich halt geben. Eigentlich nichts Schweres hier gerade dran. So, abreagiert. Alle gut. Ich bin halt doof gerade. Ich weiß nicht, entweder schlägt mir die Hitze in den Kopf. Oder sonst was. Oh, jetzt haben wir's. Jetzt sind wir da wieder durch. Oh, wir sind da oben. So, ab in den Greifhaken. Schwung holen. Und hoch da, perfekt. Ups, da kommt der Hüpfer. Oh, einmal rüber. Oh, mit dem Schlangenblock mit. Und rein da. Egal. Wir haben drei Pilze. Also, das reicht. So, wir sind durch. Ich glaub's nicht. Wir haben es geschafft. Nach 12 Minuten, 8 Minuten, Entschuldigung. Habe ich mich verguckt. War ein tolles Level. Aber für eine endlose Herausforderung meines war es ein bisschen blöd. So. Nächstes Level kriegen wir auch noch hin. Entweder kriegen wir es hin oder wir sind tot. Throwback with a Twist. Okay. Sieht aus wie... Ja, das erste Level von Mario. Bis dato. In diese Röhre können wir. Okay, sehr viele Coins hier versteckt. Hätte ich jetzt schon gedacht, dass da nochmal so ein unsichtbarer Block ist. Unter der 50er Coin. Was ist an dem Level jetzt schwer? LOL! Was ist denn das für ein Sprung? Okay. Oh, okay.
war da Stern drin. Wow. Dann bin ich den Schritt zu weit gegangen. Das kleine Schrittchen. Ich finde es gerade echt komisch. Schaffe ich so einen weiten Sprung überhaupt? Oder geht das überhaupt gar nicht? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, den schafft man. Das ist wirklich ein Frame-Perfect-Sprung dann. Also ein bisschen Schwierigkeit ist schon drin in dem Level. Aber wo, nichts, wo ich sage, oh mein Gott, bis jetzt. Oh, das haben wir auch. Hier kommt nur ein normaler Pilz. Da ist eine Plattform, wo wir drauf können. Wo muss ich hin? Das hasse ich. Ist es zu viel verlangt, da irgendwo einen Pfeil hinzumachen oder sonst was? Dass man weiß, man kann, muss darüber springen und nicht irgendwie, keine Ahnung, nur 2 Meter weit? Das weiß ich ja nicht. Muss man ja einfach mal sagen. Und das finde ich dann einfach nur, ja, doof. Und das ist halt wirklich, ich muss den letzten Step noch machen. Weil wenn ich ein zu früh bin, dann bin ich tot. Dann springe ich in den Abgrund. Und das ist halt irgendwo sinnlos. Ich hole mir jetzt nicht immer die Münzen. Dürfte ja auch irgendwo klar sein. Oh, ab in diese Röhre. Mal gucken. Ob uns die irgendwie befriedigt jetzt. Aber wir wissen jetzt, von dem einen Teil müssen wir weit springen. Oh, hier kriegen wir nur einen fucking Pilz. Nehmen wir aber trotzdem mit. Oh, das lassen wir mal vorbei. Und dann tun wir hier rüber. Oh, hier der weite Sprung. Die 50er Coin nehmen wir mit. Natürlich ist hier noch was versteckt. Den haben wir getötet bekommen auf die Entfernung. Da gehen wir rein. Egal. So, wir kommen sogar ganz an die Spitze. Also wir haben das Level geschafft. Es war schon schwieriger. Aber die Schwierigkeit ist dran, weil einem das Level nicht sagt, wo man genau hin muss. Also... Ein Toll kriegt es nicht. Muss ich einfach mal so sagen. So hart wie es ist. Diesmal gibt es kein Toll. So, 7 Leben haben wir noch. Seht ihr jetzt leider nicht, wegen der Facecam verdeckt. Es tut mir leid. Mounty Mining Site. Okay. Hallo Maulwürfe. Ja. Oh, ich hupfe oben gegen. Och nö. Oh, die Coin da unten ist Bait. Die kriegst du nie im Leben. Zumindest nicht so, dass du wieder hochkommst. Das finde ich schon wieder fies. Also, bezweifle stark, dass man von den Lianen dann nochmal hochkommt. Hier sind Springs. So. Ich wundere, mir läuft der Schweiß. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das First Try hinbekomme. Muss ich jetzt das Lüftchen hier durchleiten oder wie? Ah, okay. Okay.
Stirb. Oh, wir sind durch. Das ist ein schweres Level nach meinem Geschmack. Ich habe zwar kein Leben bekommen, aber ich nehme es gern. Wir brauchen ja nur 28 Münzen noch. Also, gut, die Münzen seht ihr auch wieder nicht. Mensch, ich bin immer im Weg. Aber es ist ein tolles Level. Ist sehr eingängig, aber schwer war das jetzt nicht. Ich weiß nicht, wieso da so viel verreckt sind. Dann machen wir sogar heute noch das vierte Level. Man glaubt es nicht. Wir haben zwar 15 Minuten voll, aber wir machen das vierte Level. Snowland Library, oder wie das heißt. Ist ein schweres Level. Angeblich. Oh, hier kommt ein Bomb-Omb. Die zünden ja nicht, oder? Muss die zünden, oder wie? Wie, ich fall jetzt in den Tod oder so. Es gibt nichts Lausigeres, als in den Tod zu fallen. Was will die Tür hier mir sagen? Ich nehme ihn einfach mal mit. Ich weiß zwar nicht für was, aber ich nehme das Holzkistchen mal mit. Irgendwann, was will der Levelbauer schon mir sagen damit? Mit diesem Kistchen. Also hier haben wir ein Kistchen. So, hier kriege ich einen Schlüssel, oder was? Dann holen wir uns den Schlüssel. Ein Schlüssel ist nicht verkehrt. Was passiert hier? Also hier kommen wir wieder hoch. Okay. Da muss man dann nochmal hüpfen. Gut zu wissen. Okay. Oh, Schlüssel, komm her, danke. Nehme ich schon mal. Oh, da war ich noch leicht an der Lenkbewegung. Da hätte ich leicht sterben können. So, jetzt habe ich einen Schlüssel, ein Kistchen. Mein Kistchen ist weg. Was soll denn der Scheiß? Meine Kiste ist verschwunden. Wieso verschwindet eigentlich meine Kiste? Das darf ja nicht wahr sein. Einfach verschwindet hier so eine Kiste. Aber könnte hier ein Bombümpchen kommen? Dann muss ein paar Meter weg, oder wie? Dann ist hier der Weg frei, oder wie? Ich habe auf jeden Fall ein Schlüsselchen dabei. Ob ich die Kiste noch brauche, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Aber bis jetzt finde ich das Level noch nicht so schwer. Ach, ich brauche das Kistchen. Okay. Dann weiß ich ja, für was ich das Kistchen brauche. Ich hoffe, das Kistchen steht wieder da, wo es hingehört. Anders ist es doof, wenn das Kistchen da nicht mehr steht. Kistchen steht dort wieder. Geht das schon wieder los? Alter! Ich und ein Trampolin, ne? Hey, ich hab's doch nicht genommen. Gib mir die Zeit aus, echt jetzt. Alter, ich will hier hoch. Der Trampolin. Also die Doppeltrampolin, die sind echt nicht mein Freund. Es wäre mein Sprung gewesen. Machen wir mal so. So. Jetzt können wir Kistchen holen. Hat ja nur, keine Ahnung, gefühlt 30 Sekunden gedauert. Jetzt gib mir die Zeit aus, 100 Pro. So, Kistchen. Ich hoffe, das Kistchen hilft mir jetzt, dass ich ins Ziel komme. Sonst gib mir schon langsam die Zeit aus. Ich habe die Reihenfolge falsch gesetzt. Ich hätte erst die Bomben machen müssen. Schlüssel haben wir ja auch bei, so ist nicht.
Nein! Ach komm. Jetzt habe ich die Dreckskiste da reingeworfen. Was soll denn das? Jetzt reicht's mir nicht mehr von der Zeit. Echt jetzt? Mann! Nur weil ich aus Versehen die Kiste da reinschmeiße. Oh. Mit der Kiste komme ich nie im Leben wieder zurück in der rechten Zeit. Nur weil ich die Kiste durch die Röhre schmeiße. Ich will zumindest noch probieren, dass... Ja, gestorben. Naja, egal. Wir nehmen das jetzt mal zum Anlass, dass wir das Level nächste Folge nochmal probieren. Warte, erstmal Pause. Pause? Pause. Pause. So, nächste Folge machen wir weiter in diesem Level. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Würde mich über Kommentare freuen. Vorzugsweise eure Level wieder in den Kommentaren. Hier sind noch ein paar Videos für euch. Ich sag ciao und tschüss. Bis morgen.